mir zeigen. Okay. Also einmal wieder mit der Witwe reden. Ja, kein Problem. Da ist die Witwe. Sei gegrüßt, Hexer. Anscheinend ist diese weiße Dame eine Mittagserscheinung. Das heißt, ihr Götter, arme Luzi. Luzi, sie sollte heiraten, richtig? Ja, ihre Eltern hatten sie einem Schmied aus der Stadt versprochen. Wohlhabend aber, älter als elfische Ruinen. Luzi rannte vom Altar auf die Felder und schnitt sich die Venen auf. Mit dem Silberdolch, den sie zur Verlobung bekommen hatte. Warte, ich zeig ihn dir. Luzis Eltern brachten es nicht übers Herz, ihn zu verkaufen oder zu begraben. Sie gaben ihn mir. Ich will sie vertreiben, aber erst muss ich sie anlocken. Ich brauche etwas, das ihr gehörte. Der Dolch wäre perfekt. Nimm ihn, aber töte Luzi. Versprich's mir, sie soll nicht länger leiden. Okay. Was schreist du denn so? Ah. Unglaublich, die Leute hier. Autsch. Oh, autsch. Autschi, autsch. Nicht hier noch falsch klicken. Ja. Nein, danke, möchte ich nicht. Lass uns tanzen. Dafür möchte ich gern einmal Fädenöl, Bestienöl, Geisteröl. Mittlerweile bin ich ja geübt darin, solche Erscheinungen zu töten. Oh, und wieder voll belastet. So. Ich muss unbedingt mal ein paar Sachen ins Lager packen. Wird Zeit, dass wir in Novigrad hineingehen. Da zum Lager kommt. Oh, Trottel. Sei gegrüßt, Hexer. Problem gelöst. Du kannst wieder raus auf die Felder. Vielen Dank. Dein Lohn. Und möge das Glück dir hold sein. Danke. Autsch, ja, autsch. Gut, was kommt als nächstes? Das möchte ich eigentlich noch nicht machen. Ach, wisst ihr was?
Wir machen das jetzt. Die Straßen sind nicht mehr sicher. Wir können ja, denke ich, dann auch wieder noch zurück reisen. Ich bin einfach gerade gespannt. Wir haben da jetzt so viele Ziele hin. Das machen wir einfach mal. Die kleinen Aufträge können wir danach immer noch erfüllen. Geralt? Einmal mit deinem Pferdchen. Langsam, langsam. Ein Wunder, dass du überhaupt... Bist du der Kapitän dieses Kahns? Was schert dich das? Ich reise nach Skellige. Dort muss ich hin. Dann schwimm. Die Inselbewohner und die Schwarzen. Alle greifen uns in diesen Gewässern an. Niemand segelt derzeit auf dieser Route. Komm schon. Wer mit den Clans verhandelt, den lassen sie in Ruhe. Ich bin mir sicher, jemand hat das schon mal gemacht. Unwahrscheinlich. Außer vielleicht der dämliche Bastard Wolfstein von der Atropos. Ein Lügner, ein Dieb und ein Arschloch. Vielleicht hat er mit den Schweinehunden verhandelt. Hm. Wo finde ich ihn? Meistens in dem Schweinestall. Sonst im Goldenen Stör. Frag nach Flachmann. Jeder kennt ihn. Gut, es gibt jemanden, der Flachmann heißt. Ernsthaft? Komm schon, Plätze. Naja. Warum nicht? So. Hinein mit uns. Bist du Wolfstein, Kapitän der Atropos? Was ist? Ob ich Atropos, Captain der Wolfstein bin? Keine Ahnung, yes. Mann. Voll wie sonst ich was. Ich muss nach Skellige. Meine Atropos und ich, wir setzen bald Kurs auf Art Skellig. Hab Getreide an Bord. Ist aber streng geheim. Hast genug Geld? Hier. Reicht das? So schwer wie ein Bullensack. Wann segeln wir los? Bist du wirklich bereit? Du kannst ja kaum stehen. Pass auf, Fremder. Kapitän Wolfstein segelt niemals nüchtern. Die See schwappt in die eine, Wolfstein in die andere Richtung. So wird man nicht seekrank. Bereit zum Ablegen? Dann mal los. Erst müssen wir was trinken. Auf den Wind, aufs Glück und auf meine starke Atropos. Leinen los! Ich glaube, ich denke mir gerade das gleiche wie Geralt. Ich hoffe, dass das eine gute Idee war. Weiß nicht, irgendwie erwarte ich immer, dass das Schwert so glüht wie bei Herr der Ringe. Keine Ahnung warum. Das läuft immer wieder super. Ah, Piraten.
Gut, ist es aber auch noch nicht so, dass ich sage, okay. Wieso schlafen wir hier? Sturm voraus! Lässt das Segel! Bringt sie langsam! Hätte ich jetzt immer doch nicht besoffen segeln sollen. Ratten. Oh Mann. Verschwinde, oder ich töte dich. Ich habe keine Angst vorm Sterben. Ich bin also auf Art Skellig gelandet. Wie hast du es rausgefunden? Du trägst die Farben des Clans Ankret. Ihm gehört Art Skellig. Du warst auf der Atropos, oder? Ja, ich dachte, der Kapitän hätte eine Vereinbarung mit euch. Mit uns? Wen meinst du? Hat er wohl eine Vereinbarung mit Lugos? Aber mit Krach? Nein. Hätte er aber brauchen können. Ausländische Schiffe sind in diesen Gewässern nicht willkommen. Was ist mit dir? Was willst du hier? Ich muss eine Zauberin treffen. Jennifer von Wengerberg. Sie müsste auf Art Skellig sein. In Kaer Trolde gibt's eine Hexe. Krachs Gast. Vielleicht ist sie es, die du suchst. Du hast sie gesehen? Weißt du, wie sie aussieht? Ja, schwarz-weiße Kleider. Wären nicht ihre Titten, sähe sie wie ein gestrandeter Wal aus. Auch die, die eine Frau in ihr sehen, würden sie am liebsten wieder zurück ins Meer schubsen. Titten oder nicht? Jennifer ist nicht so übel, wenn du sie einmal kennengelernt hast. Ich nehme dich beim Wort. Du kennst den Weg nach Kaer Trolde? Ich finde ihn schon. Oh. Geh nach Norden, dann nach Westen zur Bucht, bevor du zur Brücke kommst. Du findest den Jarl heute im Hafen. Deine Zauberin müsste auch da sein. Danke, mach's gut. Oh Mann. So, das erste Mal, dass ich hier bei den Skellige-Inseln bin. Ich frage mich allerdings, wie Pütze diesen Sturm überlebt hat. Zeichen. Aber ich glaube, dieses Inseldesign, also das hier, gefällt mir deutlich besser als Novigrad. Und Velen und, ne? Allgemein das Cimmerien. Sieht einfach nur geil aus. Oh. Wo willst du hin? Weg. So leicht, leichte Ähnlichkeit mit Wikingern. Bin ich. So, warte, in die Richtung muss ich. Mit Bran? Nicht so schnell, Plätze. Wir müssen zum Hafen und König Bran fahren. Hilfst du einer? Zum Spielen ist heute nicht die Zeit. Eines Königs Tod. Unsere Zeit bei den Lebenden ist nicht mehr. Oh Gott, was ist denn hier schon wieder los? Wie bei Wikingern. Sieht aber nicht aus wie Jennifer.
falls das Zauberin sein soll. Das musst du nicht tun, Kind. Ich weiß. Ich möchte es aber. Grausam. So ein junges Mädchen. Birna sollte es sein, die geht. Sie haben ihr Bett länger geteilt. Still. Das ist ihre Entscheidung. Schön, du bist. Danke. Schön, dich wiederzusehen. Oh, die Grabrede. König Bran vom Clan Tyrsech hat seine letzte Reise angetreten. An ihrem Ende erwarten ihn unsere glorreichen Ahnen. Gemeinsam werden sie auf Beutejagd gehen. Sie werden im Lagerfeuer die Großtaten aus vergangenen Zeiten rühmen. Vorerst bleibt er in unseren Herzen. Doch eines Tages werden auch wir gemeinsam mit ihm aufs Meer hinaussegeln. Das wird ein guter Tag sein. Du kanntest Bran. Ja. Er war ein geachteter Mann. Anders als seine Frau. Die Clans sind es, die Skellige ausmachen. In Kriegszeiten kämpfen sie Seite an Seite unter dem Banner ihres Königs. Wir haben Bran lebewohl gesagt. Zeit, seinen Nachfolger zu küren, der uns zum Sieg gegen die Schwarzen führen wird. Die Tore von Caer Trolde stehen allen offen, die Bran vom Clan Tyrsech ihre Treue schworen. Und es gibt genug Met und Fleisch für alle. Während des Leichenschmauses werden jene vortreten, die meinen, ein würdiger Nachfolger zu sein. Kommst du mit mir zum Leichenschmaus? Gern. Die Feste in Skellige, so berechenbar. Sabbernde Besoffene, großspurige Angeberei und dadurch unvermeidbare Schlägereien. Ja, ganz anders als die Bankette der Magier. Erinnerst du dich an das auf Tanith? Du warst da. Wie könnte ich es vergessen? Ich erinnere mich auch noch ganz genau daran, was nach dem Bankett passiert ist. Hör auf, meine Gedanken zu lesen. Hast du etwas zu verbergen? Du magst keine Geheimnisse. Nein. Ich mag die Frau nicht. Die ist mir sichtlich unsympathisch. Hast du was in Velen herausgefunden? Hab mich in Velen umgesehen. Furchtbarer Ort. Nachdem Ciri verletzt wurde, ist sie irgendwie in der Burg des örtlichen Machthabers gelandet. Einem selbsternannten Baron. Verletzt? War es etwas Ernstes? Glaube ich nicht. Ihr geht es wohl wieder gut, denn der Baron hat sie nach Novigrad geschickt. Ich glaube, sie hat nach dir gesucht. Zuvor ist sie drei Mumen in die Falle geraten. Sie kann froh sein, dass sie ihnen entkommen ist. Mumen?
Eher Kreaturen. Ich kann nicht genau sagen, was sie sind, aber sie sind gefährlich. Sehr sogar. Ich habe in Velen auch unsere alte Freundin Keira getroffen. Was um Himmels Willen macht Keira Metz in diesem Niemandsland? Versteckt sich vor den Hexenjägern. Sie sagte, ein Elfenmagier hätte dort nach Ciri gesucht. Gut, du musst mir mehr erzählen, wenn wir mehr Zeit haben. Ich war in Novigrad. Ciri war auch dort. Sie suchte einen Weg, um einen Fluch aufzuheben. Ist aber nicht mehr da. Bist du sicher? Hab es von Rittersporn gehört. Er hat kein Stück übertrieben. Ausnahmsweise mal. Weißt du noch mehr über diesen Fluch? Nicht viel. Ciri hat Ärger bekommen und ihr Vorhaben nicht zu Ende gebracht. Ich habe ein Phylakterium gefunden. Sie wollte es irgendwie verzaubern. Sehe ich mir später an. Und du? Was hast du herausgefunden? Vor einiger Zeit ist etwas Seltsames auf Art Skellig geschehen. Eine Katastrophe. Durch eine Magieexplosion. Wirklich ungewöhnlich. Eine Anomalie. So etwas habe ich noch nie gesehen. Meine Intuition sagt mir, dass Ciri dafür verantwortlich ist. So sehr ich deine Intuition bewundere, Yen, wir brauchen handfestere Anhaltspunkte. Ich wüsste es ganz sicher, könnte ich mir nur das Katastrophengebiet ansehen. Leider lassen Moissac und seine Droiden niemanden auch nur in die Nähe. Moissac ist der Kopf des Skellige-Zirkels? Hab ihn lang nicht mehr gesehen. Zuletzt, als Ciri ein kleines Mädchen war. Ich glaube nicht, dass er dir einen Gefallen tun wird. Nicht einmal der guten alten Zeiten wegen. Warum will Moissac nicht, dass du dir das Gebiet der Anomalie ansiehst? Nenn es eine Meinungsverschiedenheit. Eine große, laute Meinungsverschiedenheit. Sieh mal, Krach. Weißer Wolf. Sei gegrüßt, Krach. Wir treffen uns beim Leichenschmaus. Keine Ausreden. Ich muss mit dir über etwas Wichtiges sprechen. Natürlich. Ich werde etwas in Schwarz und Weiß zur Trauerfeier tragen. Ich hoffe, du passt dich an. Sieh etwas an, das nicht nach Tausenden deiner Jagden riecht. Yen, ich hasse neue Wämse. Dauert ewig, bis die eingetragen sind. Und genau wie Krach dulde ich keine Ausreden. Wir sind nicht hier, um uns zu amüsieren. Wir müssen einige Dinge klären und sollten uns angemessen kleiden. Ich das haben die Frauen immer nur das, was ich anständig anziehen muss. Ich habe ein paar Kleidungsstücke für dich hingelegt. Such dir was aus. Woher wusste ich, dass wir kommen? Muss ich mich um ein paar Dinge kümmern. Wir treffen uns dann bei dem Eingang zu der Festhalle. Oh Mann. Ich habe gehört, was gestern statt der Fische die Nilfgaarde angerissen hat. War schon wieder einer, der am Reihen ist. Ah, okay. Da einmal hin. Und Stufe 20. Sehr schön. Stimmt das Gerede über den Einsatz? Wo müssen wir hin? Hier hin. Das muss Jens Zimmer sein. Sie hatte es immer schon gern geräumig und luxuriös. Merkt man gar nicht. Ich möchte gerne etwas ins Lager legen. Pferd mit einem Horn, ja. Man nannte es auch Einhorn. Das letzte Einhorn.
So. Ich lege jetzt hier gerade absichtlich einige Sachen rein. Nein, und fertig. Ja. Das hier brauche ich auch nicht. Gut. Haben wir doch ein bisschen Platz. Ah, da hinten. Ja, nee. Dann doch lieber das hier. Ach, du grüne Nonne. Huch. So. Jetzt sind wir sehr festlich gekleidet. Nein! Ein einziges Huhn hat das Ding hier betreten. Oh Mann. Er ist aber wirklich sehr... den Wikingang hier. Ah, lass mich raten, ich muss da hoch, ne? Komm ich da... komm ich hoch? Was ist passiert dann? Was soll da passieren? Wie komme ich da hoch? Ich muss tatsächlich warten, bis ihr da hochzukommt. Jetzt. Ach, so grüne Nonne. Drei Jahre später. Besoffen muss man dann aufpassen, dass man nicht runterfällt. Ich glaube nicht, dass das nur im Dorsch lag. Bran war ein großer Herrscher. Er verdient einen würdigen Nachfolger. Du hörst dich an, als hättest du schon jemanden im Auge. Dass Gellige keine Erbmonarchie besitzt, ist das größte Problem. Jeder Emporkömmling kann zum König gekrönt werden und das Vermächtnis seines Vorgängers zerstören. Der König der Inseln hat eher symbolischen Charakter. Und auch das sollte sich ändern. Wir brauchen heute einen starken Herrscher mit echten Machtbefugnissen. Stellst du mich vor? Das ist mein Freund Geralt. Und das ist Birna, Witwe von Bran, des geliebten Verstorbenen. Die Königin Mutter. Sehr erfreut, dich kennenzulernen, Geralt. Bitte entschuldige, aber an einem Tag wie diesem kann ich nicht meiner Vorliebe für lange Gespräche frönen. Mhm. Seltsame Frau. Du hast also deine eigene Kleidung gewählt. Du weißt aber hoffentlich, dass wir zusammen wie Spitzenrüschen auf einer Streitaxt aussehen.
Jeder hat seinen eigenen Stil. Beim eigenen Kleidung? Wir sollten uns unters Volk mischen, bevor alle betrunken sind. Dann sagt keiner mehr was Vernünftiges. Das stimmt. Ich weiß zwar nicht, was Krach will, aber wir sollten einen kühlen Kopf behalten, wenn wir ihn treffen. Ich trinke nichts. Warum sollte ich meinen Verstand in so einer angenehmen Gesellschaft vernebeln? Hör auf zu flirten. Wirst du mir den ganzen Abend Komplimente machen? Nein, nicht bewusst. Ich werde nur sagen, was ich denke. Wenn ich es vermeiden kann, werde ich es nicht tun. Die haben es ihm gezeigt. Haben ihm den Bauch aufgeschlitzt. Warte mal. Ausgezogen und ihn um einen Baum rennen lassen. Bis die Leine. Das Witzige ist, sie hat sich auch nicht sein noch angezogen. Unser Wagen ist voller Beute, die wir den Schwarzen abgenommen haben. Geralt, da ist etwas, was ich dich schon die ganze Zeit fragen wollte. Nein. Dein Bart. Warum lässt du ihn wachsen? Weiß nicht so recht. Muss schon sagen, er steht dir. Hör auf zu flirten. Dame Yennefer, mein Herr. Sei gegrüßt, Arnwald. Mein Begleiter ist Geralt von Riva. Ist mir eine Ehre. Wir wollten mit Krachan Kreid sprechen. Der Jarl wird bald zu uns stoßen. Er hat euch einen Ehrenplatz am Tisch zugedacht. Direkt neben seiner Tochter Ceres. Folgt mir bitte. Hier sind unsere Plätze. Ich habe darum gebeten. Wollte den berüchtigten Hexer Geralt treffen. Wir sind uns schon begegnet. Vergessen. Das ist ewig her. Chalmer und ich waren noch Kinder, als du unseren Vater zuletzt besucht hast. Doch jetzt zu den Mitfeiernden. Ich habe die zweifelhafte Ehre. Das ist Halbjorn, Sohn von Holger Schwarzhand. Blaujung Lugos, Erstgeborener von Lugos dem Irren. Und der mit dem Stockfisch ist Otrik Anhinder. Wir sitzen offenbar nur mit Jarlssöhnen zusammen. Ceres Ankret ist eine Jarls Tochter, Geralt. Jarls Töchter sind Jarls Söhnen gleichgestellt. Schon gewusst, dass jeder einzelne von Brans Nachfolge träumt? So sehen sie aus. Ja, zu spät auf jeden Fall. Denn und dank, dass du reingeschaut hast. Wird zum König und nochmal vielen lieben Dank für dein Follow. Wir wissen alle, dass Taten nur Nebensachen sind. Ich wieder. Unsere Väter bestimmen, wer die Krone bekommt. Was meinst du, worüber sie mit Krach gesprochen haben? Du redest so, weil du weder stark bist noch Talent hast. Weißt du noch, als Chalmer uns alle zu einem Rennen viel Spaß bei deinem Freund herausgefordert hat? Du hast nicht mitgemacht. Als er seine Axt als Zeichen des Siegs in den Baumstumpf gerammt hat, hast du dir am Feuer dein Hühnerknochen gewärmt. Hatte meine Gründe. Aber ich hätte gewonnen. Und auch jetzt würde ich gewinnen. Wo du ihn gerade erwähnst. Chalmer ist nicht hier. Mein Bruder geht seine eigenen Wege. Aber wegen des Rennens. Warum wiederholen wir das nicht? Ich schlag euch alle und den Hexer auch. Und wenn ich ihn bezwing, wäre das eine große Tat. Macht ihr mit? Wenn der Hexer mitmacht? Geralt? Wenn es sein muss. Ja, wie sind die Regeln? Wer Chalmers Axt aus dem Baumstumpf auf dem Hügel zieht, hat gewonnen. Wer den Weg verlässt, hat verloren. Und ich hab schon fast gekotzt vor Langeweile. Los geht's! Na, ja, muss das sein. Da sind wir. Ihr müsst von hier aus die Spitze dieses Bergs erreichen. Dort seht ihr einen Eichenstumpf, in dem Chalmers Axt steckt. Wer sie zuerst rauszieht, hat gewonnen. Ich bin bereit. Rennt los, wenn ich ins Horn stoße. Okay. Geralt, bitte einmal springen. Oh, das war ein schöner Vorsprung. So.
Beeil dich! Ich glaube, ich gewinne. Rauf, immer schon die Treppe rauf. Komm schon, alter Mann, komm. Lauf. Lauf, 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 lauf. Ja! Schön. Gewonnen, aber nur um Haaresbreite. Spielt keine Rolle. Herr Dufte, bist du wieder fit? Verliert. Und ich habe verloren. Gehen wir zurück zum Leichenschmaus. Geht's in den Tunnel, ja. Anspielung verstanden. Sehr gut. Ich sehe, der Leichenschmaus ist schon in vollem Gange. Hab euch nicht mehr gesehen. Wer hat gewonnen? Dass du schon wieder fit bist, ey. Ich hab verloren. Gegen einen Hexer. Also, ich bin seit 16 Stunden dabei und ich bin komplett im Arsch. Schluss mit dem Geschwätz. Trinken wir. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf Zeus. Auf in 8 Stunden auf mein Bett. Mit und einen Krug für den Mann. Auf Bran. Möge es ihm im Jenseits an nichts fehlen. Auf meine wunderschöne Begleiterin. Es war nett mit euch. Leider müssen wir jetzt weiter. Ja. 24 Stunden. In der Tat. Wir müssen reden. Gleich sind 16 Stunden. Hinter dieser Tür sollst du alles erfahren. Hab gleich die 16 Stunden erreicht. Eieiei. Also, kann ich jetzt speichern? Ja, das kann ich speichern. Sehr gut. Die Feste von Kertrolde sind legendär. Ja, gezähmte Bären. Ja, krass. Warum schickst du dein Leben? Darf ich vorstellen? Geralt von Riva, ein Hexer. Geralt, das sind ja Dona Anhinda und ja Lugos der Irre. Lugos einen Irren zu nennen, ist eine Beleidigung für alle Irren. Er ist ein gewöhnlicher Ziegenficker. Oh, nimm mich doch einmal Ziegenficker und ich schlag dir den Kopf ab. Steck ihn auf einen Spieß und piss in deinen Hals. Genug. Das lernen wir hier und jetzt. Jetzt machst du mir aber Angst. Ich scheiß mir in die Hose. Steck das lieber weg, bevor du dir noch selbst wehtust, du Fixer. Dieser Umgangston. Regelt das draußen. Wer zum Teufel bist du, dass du mir Befehle erteilst? Das war kein Befehl. Jemand mit besseren Manieren. Du beleidigst Brans Andenken und Krachs Gastfreundschaft. Der Kaiser wäre hocherfreut, euch zanken zu sehen. Die kaiserliche Hoheit kann gerne vorbeikommen. Soll er doch hersegeln. Wir fürchten die Schwarzen nicht. Küstenstädte plündern ist eine Sache. Krieg mit dem Kaiser eine andere. Hast eine große Klappe. Geh lieber deinen Kessel umrühren und ein paar Furunkel ausdrücken, Hexe. Halt's Maul, wenn du keine Ahnung hast. Beruhige dich, Lugos. Mir sagt kein Weibstück, wie ich zu kämpfen habe. Das war nicht meine Absicht. Gehen wir, Geralt. Diese Diskussion führt zu nichts. Merkst du das auch mal? Da muss ich fahren. Hinunter. Und jetzt? Jetzt sehen wir uns Moissachs Labor an. Ich wusste nicht, dass wir eingeladen sind. Sind wir nicht. Sind wir ja auch nicht. War klar. Wäre ja auch zu schön oder zu einfach. Wir sollten nicht in Moissachs Labor einbrechen. Wüsste ich's nicht besser, würde ich sagen, du hast keine Eier. Aber ich weiß, du meckerst gern. Und das ist der einzige Grund, warum du das sagst. Warum willst du dorthin? Um etwas zu holen. Die Maske von Ouroboros. Wir brauchen sie und müssen sie stehlen.
Stimmt, natürlich. Komm, Geralt. Natürlich müssen wir das. Nun erzähl mir, wozu du diese Maske brauchst. Mach ich. Zur rechten Zeit. Und du bestimmst, wann die ist. Genau. Wie immer. Ich glaube, er wird sich gerade erfreut sein, wenn er herausfindet, dass wir in seinem Labor waren. Ja, schon die Fokus einkostet. Psst. Wachen. Schnell, hinter den Wandteppich. Spatzen, es ist nicht dein Ernst. Und starre Zwitscher. Und was machen Dohlen? Dohlen krächzen. Goldfinken trällern. Und Kraniche rufen. Während Pfaue kreischen. Habichte schreien, Lerchen trillern und Tauben gurren. Das sind alle. Echt, alle Vögel? Was ist mit Nachtigallen? Oh ja, Nachtigallen singen. Ja, nee, ist klar. Ach, komm. Warum tut er immer Sachen, die ich nicht machen möchte? Das war nah dran. Mhm. Ich mag dich nicht. Wobei dein Outfit schick ist. Die lässt sich nur schwer öffnen. Immer eine neue Überraschung. Siehst du die Raben? Nicht zu übersehen. Moissacs Spione. Ein Zeichen, dass wir in der Nähe seines Labors sind. Außerdem spüre ich eine magische Aura. Komm, hier ist ein Sims vor dem Fenster. Da müssen wir entlang. Man kennt sie sich aus. Das ist aber nicht ein bisschen auffällig, sich einfach hier mal vor die Tür hinzustellen, wenn das seine Spione sind. Das ist einfach sehr auffällig. Ich habe schon Hässlicheres gesehen. Geralt von Riva, ein Romantiker. Hui. Das war Cheaten. Wer hätte sich auch selber bewegen können? Nehmen wir dein Ziel. Du meinst, du spürst eine Erschütterung der Macht, hä? Erstaunlich, wie eine Spielerei einen Mann geheimnisvoll und faszinierend macht. Dachchen. Vor allem einen Droiden. Er muss ein echter Naturliebhaber sein. Ach, bitte. Sieht lebendig aus. Ach ja. Nicht nur mit den Magiern. Wenn ein Jäger so etwas im Wald sähe, würde er sicher drauf schießen. Meinst du, ne? Da ist Tür. Da ist Schale. Eine Wasserschüssel. Zur Teleprojektion. Gesundheit. Eine Spiegelung von Moissac erscheint auf der Oberfläche. Die Bittsteller sprechen zu ihr. Es ist denn nicht so laut, ich hört man Kilometer weit. Ah. Was ist passiert? Ich habe mich geschnitten. Die Tür ist verschlossen.
Die Tiere, sie sind lebendig. Jen, pass auf. Ich kenne mich diese Zeit. Monster. Au. Sie kommen näher. Sie sind überall. Leicht creepy. Hallo. Ihr riecht es nach Pilz? Nein, du riechst nicht. Was müssen wir aus, was in der Sonne trocknet? Die armen Tiere, ey. Lassen wir so ein paar Faust schieben. Ja. Genug Drogen geschluppert. Was ist passiert? Gott, ich brauche echt eine Sportpause. Du hast halluziniert. Aua. Du bist auf Moissacks Tiere losgestürmt mit dem Schwert. Ich musste dich beruhigen. Aua. Das hat sicher seltsam ausgesehen. Die harten Trainingsjahre in Kaer Morhen haben sich endlich ausgezahlt. Du hast ja fast alle ausgestopften Tiere besiegt. Bitte. Gut, wir haben die Tierpräparationsprüfung bestanden. Die Tür ist auf. Sehr schön. Lass uns reingehen, Geralt. Ich schließe die Tür ab. Wir wollen ja keinen Verdacht erregen. Weil wir das ja auch bisher nicht getan haben. Ne? Unseres Druiden. Lass es uns gründlich durchsuchen. Die Maske von Ouroboros muss hier irgendwo sein. Die wunderbare Wette. Ein Brief mit Moissacks Siegel an die Druiden. Er warnt sie vor dir, diese dreiste Manipulantin. Schamloser Intrigant. Eine Pfeife. Selbst einer. Offenbar führt Moissack hier echten Tabak ein. Die Märchen der Skelliger über die wilde Jagd. Die Inselbewohner glauben, dass die Geister auf einem Langschiff segeln, das aus Nägeln der Toten besteht. Zwergischer Dreifachmet. Jetzt hier aber ganz schön viele Ein Sachen Labor, rumstehen. Das eines kaiserlichen Alchemisten würdig wäre. Eine Ziege aus Lindenholz. Ach, darauf steht. Ach, das soll eine Ziege Onkel darstellen. Moissack. Eine Schnitzerei der kleinen Ciri. Sie nannte ihn so, als er ihr Lehrer war. Ich dachte, das wäre ein Pferd. Oh, Excalibur. Ein Schwert in einem Stein. Das Ding fleht mich an, es rauszuziehen. Das ist so. Es steckt nicht im Stein, siehst du das nicht? Es steckt nur in einem Schraubstock. Gut, so, bevor wir die letzten Sachen jetzt hier erkunden, werde ich einmal eine ganz kurze Sportpause machen, mich einmal ganz kurz dehnen. Mir vielleicht nochmal ein zweites Wasser holen. Und dann bin ich gleich wieder da. Ich mache euch aber noch ein bisschen Musik an.